Hier musste es heute Morgen schnell gehen. Auf dem Seenotrettungskreuzer Felix Sand in Grömitz geht in der Frühe der Alarm los. Feuer auf einem Linienschiff. Auf dem Weg von Travemünde ins schwedische Trelleborg. Um 4.40 Uhr haben wir vom MRCC Bescheid bekommen, dass die Huckleberry Finn einen Maschinenraumbrand hat und wir erstmal zur Unterstützung ausgelaufen sind. Zusammen mit der Bremen und der Fregatte Rheinland-Pfalz. Laut Polizei hat vermutlich eine defekte Getriebekupplung das Feuer verursacht. Das schiffseigene Brandbekämpfungssystem konnte den Brand schnell löschen. Das Schiff war bei Ausbruch des Brands 19 Seemeilen von Travemünde entfernt und konnte mit eigenem Antrieb dorthin zurückkehren. Die 88 Passagiere und 43 Besatzungsmitglieder kamen gegen 9 Uhr wohlbehalten wieder an Land. Man versucht das natürlich so ruhig wie möglich abzuarbeiten und ja, man macht seinen Job und wir machen ja auch Lehrgänge und haben auch Übungen, unsere Sarex-Übungen und da wird sowas auch trainiert. Laut der Reederei TT-Line ist der Schaden wohl so gering geblieben, dass das Schiff schon zeitnah seinen Dienst wieder aufnehmen kann.